Servus, willkommen bei einer neuen gemütlichen Runde. Zuvor ist auf meinem Kanal. Wie immer hoffe ich, es geht allen gut. Wir haben ja jetzt gestern einen Kampf gemacht, zum zweiten Mal. Weil wir wollen jetzt mal das andere Ende noch angucken. Und ich bin jetzt gerade am Weg zu Unterwasser. Sorry, Unterwasserhöhle. Und kämpfen mit jetzt das Durst. Ich hab das Datensatz untersetzt gehabt. Ich dachte, ich krieg gerade ein Video rein. Nee. Also natürlich habe ich nochmal ein bisschen hier geguckt, ein bisschen anders geguckt. Und theoretisch hätte man nur ab drei ist im Kampf oder ab vier machen können. Aber das wäre ein bisschen zu gedrungen. Mir ist es so lieber gewesen. Und ja, deshalb bin ich hier am Weg. In eine Runde schwimmen. Da haben wir uns auch mehrmals leicht verschwommen. Zumindest habe ich einen Eindruck gehabt. Aber beschleunigt das wieder mal ein bisschen, weil das ist eigentlich nur Schwimmerei.
So, also wolltest mal wieder rein mit rein. Na, geht dann auf, Mensch. Nehmen die mal mit. Dann kann man sie in Ruhe aufklopfen. Der müsste es gehen. Kann man immer gebrauchen. So, es geht aufwärts mit einer goldenen Karte. Ganz Profi-like. Mir war langweilig. Ich habe gedacht, ich habe gerade gedacht, dass er noch einen Eingang. Da muss er beim nächsten Mal drauf gehen. Gut. Mal kurz gucken, ob man da was mitnehmen kann. Denke aber nicht. Ja. Kann es sein, dass ich ein bisschen nervös bin, wenn wir mit dem Feuerzeug springen? Ups. Über was jetzt kommt, da hätte ich mal meine Schnute einfach nur angucken. Da macht er dann nichts mehr mit dir. Das ist einfach nur My next guest das is Beste jetzt. superstar, author, and real-life plane crash survivor. Here to talk to us about his new book, Rescue, along with his son, Timmy. Please, give it up for Eric LeBlanc. Nice to meet you, man. That's one hell of a story. So let's jump right into it. You've written a harrowing tale of survival and adventure with a plane crash.
Look, you can see it on the cover. I feel like you're really blurring the lines here between fact and fiction. Oh, is that the axe? Hey, do y'all want a demonstration? Okay, we've got a setup right over here. Come on, don't leave me hanging. Come on, everyone. All of you want to see this too, right? What do you say? Well, come on, everyone. Yes! All right, grab Timmy and let's head on over. Watch your step now. I got my axe. Where do you hold this thing? Oh, like this? Here we go. Huh? Is he okay? Das Ende finde ich auch gut. Engelfall schön. Du willst den Sohn retten. So, wie geht's jetzt weiter mit Forrest? Wir hatten ja noch ein paar Bauvorhaben. Die möchtest du unbedingt noch umsetzen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr guckt weiterhin zu. Würde mich sehr freuen. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Staffel Forrest fandet bis jetzt. Und wir sehen uns dann in den nächsten Folgen. Wo ist er? Na gut, wir wollen jetzt noch in irgendeinem Fakt sein, also den Stab dafür holen. Das wird auch wohl spannend. Und dann gibt es noch ein paar Projekte, die man noch angucken will. Und dann geht der Forrest bei mir in die Rente. Vielleicht gucken wir mal wieder eine kleine Staffel, also Revival sozusagen. Aber erstmal geht es in die Rente. Mit diesen Worten verabschiede ich mich. Pass auf, bleib gesund. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.